war gestern bei meiner Mama und sie hat gleich gefragt, wann zupfst du dir wieder die Augenbrauen? Ich so, dein Ernst? Sag doch mal Hallo. Epilieren, rasieren, wachsen, wir kennen es alle. Wir wollen die lästigen Haare loswerden. Aber warum eigentlich? Mein Gast ist heute Christina und sie hat 2 Jahre darauf verzichtet, sich zu rasieren oder wachsen oder epilieren, was es alles gibt. Zupfen auch, Augenbrauen. Also sie hat ihre Haare wachsen lassen, aber nicht nur die Haare auf dem Kopf, sondern Beine, Arme, was gibt's noch? Bauch, Achseln, alles was es gibt. Zehen? Oh, es wird interessant heute. Das sind Beinhaare. Schon mal gesehen? Und das ist Christina. Ihr gehören diese Beinhaare. Christina ist 24, kommt aus Lübeck und hat 2 Jahre lang ein Experiment gewagt. Haare wachsen lassen. Überall. Beine, Intimbereich, Achseln, Gesicht. Warum eigentlich? Freiheit. Christinas Freiheitsmove Nummer 1 ist das. Christina, wie kamst du auf diese Idee? Also, das war ja ein Experiment. 2 Jahre. Was war da los? Es sieht einfach sexy aus. Nicht. Das ging alles los, als ich morgens aufgewacht bin und beschloss, an den Strand zu fahren. Das Wetter war geil. Ich wollte baden, ich wollte Sonnenbaden und mich genießen und habe gemerkt, Mist, ich muss mich noch enttarnen. Das wird mir ungefähr 2 Stunden kosten. So beschloss ich, nicht zu fahren, weil ich keine Lust hatte, mich zu entwachsen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, du elendes Miststück, du willst nicht Sonne, Meer, Leute und Spaß genießen, weil du Haare an deinen Beinen hast? Und ab da ging das Ganze los. Kannst du dich daran erinnern, wann du dich das erste Mal rasiert hast? Weil ich finde, Rasieren ist so total normal irgendwie, weil da sieht man Haare und sie stören. Genau, man muss dazu sagen, in unserer Gesellschaft auf jeden Fall ist es normal. Und ich denke, es war so mit 13, 14. Also vom Haus durfte ich es eigentlich nicht. Also hatte ich 13, lustigerweise auch. Also es war irgendwie verboten, aber irgendwie hat es gestört, weil alle anderen hatten halt irgendwie keine mehr. Und ich so, okay, ich muss das jetzt auch machen. Und wann fing es bei dir an? Ich glaube auch 13, 14. Ja. Das war auch so, als ich das erste Mal meine Beine rasiert habe und meine Mutter das gesehen hat, war die so, das hast du nicht getan. Weil das halt auch dieses Erwachsensein ist auf einmal, ne? Naja, es ist, jetzt ist Anpassung in jeglicher Hinsicht. Du wächst damit auf, du wächst in der Gesellschaft auf, in dem Frauennest, wo das einfach normal ist, du kennst es nicht anders. Ich kenne viele junge Männer, die keine Ahnung haben, dass Frauen, die keine Ahnung hatten, dass Frauen Armhaare haben und viele Männer, die schockiert waren und die wussten nicht, dass Frauen einfach Beinbehaarung haben. Kannst du denn jemanden, der jetzt sagt, okay, finde ich total inspirierend, ich möchte das jetzt auch nicht mehr machen, hast du da irgendwie einen Tipp? So einen Tipp für einen Anfänger, der sagt, okay, ich ziehe das jetzt auch durch? Ja, auf jeden Fall sich erstmal bewusst zu machen, dass es nicht darum geht, zu sagen, ich mache es jetzt nicht mehr. Das ist ja eigentlich, es ist einfach. Du lässt all deine Werkzeuge, deine ganzen Saw-Tools, die du da zum Foltern liegen hast, die lässt du einfach alle weg. Aber das Wichtige ist zu betrachten, in welche Richtung geht es denn? Und sich mit dem auseinanderzusetzen. Okay, ist es, ich rasiere? Okay, warum? Warum tue ich das? Tue ich das für jemanden? Und dabei ehrlich sein, ganz ehrlich sein, denn ich war es nicht. Ich habe gesagt, ja, ich mache es für mich. Und dann habe ich gemerkt, ich mache es überhaupt nicht für mich. Ich mache es vielleicht für Männer, ich mache es, um nicht angestarrt zu werden, um einfach das Bild von sexy zu ergeben. Mich würde es total interessieren, könntet ihr euch das zutrauen, euch nicht mehr zu rasieren? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, ich kann es nicht. Schreibt es auf jeden Fall mal unter das Video. Ich bin gespannt. Schon mal gefragt, warum wir am ganzen Körper Haare haben, außer an den Handflächen und den Fußsohlen. Auch Affen haben oft nackte Hände und Füße, weil sich durchs Laufen und durchs Klettern die Haut dort verhärtet hat. Am Rest unseres Körpers ist die Haut ungefähr 0,05 mm dünn, an den Handflächen und Fußsohlen mehrere Millimeter, also zu dick für Haare, um dort zu wachsen, was ich auch ganz gut finde, weil ehrlich gesagt wäre das auch ein bisschen unpraktisch. Also ich hatte das vor 7 Jahren, da war ich am Flughafen und habe eine total hübsche Frau gesehen und ich habe die ganze Zeit beobachtet, weil ich sie total hübsch fand. Und dann kam ich immer näher, weil es gibt ja immer diese Schlangen, ne, am Flughafen, und dann kam ich immer näher und sie hatte auf einmal Beinhaare. Also was heißt auf einmal? Ich habe es dann auf einmal gesehen, als ich näher dran war und war total perplex, weil ich so dachte, ich fand sie doch gerade schön. Warum ist das, hä? Ist das so? Obwohl ich habe vergessen, wie es aussieht. Und ich merke das auch, ich gucke bei dir die ganze Zeit runter, weil ich total vergessen habe, dass es eigentlich so aussieht. Was haben deine Freundinnen gesagt? Meine Freundinnen? Ja. Oh, Christina, musst du immer irgendwie
kannst du nicht mal normal sein? Meine Mutter hat mich angesehen und sie hatte das halt mitbekommen, dass ich das mache. Und dann meinte sie, ah, Christina, deine Augenbrauen sehen aus wie Pilzbefall in deinem Gesicht. Und ich sitze im Auto. Das hätte 1:1 von meiner Mama sein können. Du gehst ja mittlerweile total selbstbewusst damit um. Gab es so Momente, wo du gesagt hast, okay, ich verfluche diese Idee, das Experiment ist jetzt gescheitert, ich habe keine Lust mehr? Eigentlich ist es jedes Mal Auseinandersetzung mit mir. Bestes Beispiel, ich setze mich jetzt hier hin und ich sehe, ja, es eckt an und Leute starren da drauf und es passiert ja total viel in dieser Person währenddessen. Und wenn man das fühlt, habe ich mittlerweile eine kleine Technik entwickelt, wie ich einfach vorher in mich gehe und sage, okay, jetzt gehst du raus, fühlst du dich gut, willst du was verändern? Bist du geil? Okay, dann ziehst du es durch. Und ich hatte eine Situation, da war ich zu Hause, es war letzten Sommer, und ich hatte dieses Bild, wie ich ein schönes weißes Sommerkleid anziehe. Ich habe es angezogen, habe mir die Haare gemacht und auf einmal habe ich angefangen zu heulen und habe gemerkt, ich fühle mich nicht wohl. Ich will es bedecken, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf ignorante Menschen, ich habe keinen Bock mehr, ach egal, zieh dir was an. Und es hat wirklich, ich weiß nicht, 20 intensive Minuten gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe, einfach zu sagen, nee, du machst das jetzt und du ziehst auch noch High Heels an. Setz auch rein noch drauf. Einen oben drauf. Was ist, wenn es dann mal intimer wird? Wie waren da die Reaktionen? Wollten sie gehen? Waren sie schockiert oder fanden sie es doch gut? Das war sehr interessant. Für dich oder denn für... Denn manchmal klappte es nicht. Echt? Da war dann... Da war dann Stopp. Nee, da war dann Schicht im Schacht. Ich habe eine kleine Challenge vorbereitet. Du hast gesagt, du wirst heute live on camera unser Logo einrasieren, sagt man das so? Möchtest du eher so Barbie oder männlich? Ich denke aus Protest, weil das 25% teurer ist, weil es pink ist. Hm. Nehmen wir das? Nehmen. Okay. Kannst du dir vorstellen, warum das teurer ist? Ich habe das nie verstanden. Ja, es wird halt schön verkauft, ne? Mädels müssen sich rasieren, weil anscheinend sagen das ja die Männer und die Mädels passen sich an und damit sie sich auch schön fühlen dabei, nehmen sie halt pink, weil damit sind sie aufgewachsen, denn Mädels tragen nur pink und Jungs sind blau. Vielleicht ist die pinke Farbe auch teuer. Shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Give me down the fair hair, shoulder length and longer. Here, baby, there, mama. Ich merke den Übergang. Bald ja, wie ist es denn für dich? Krass. Ja, es ist cool. Ich meine, wenn ich Bock habe, dann werde ich es doch wieder wegmachen. Ist halt mein Körper, ist halt meine Entscheidung. Ne? Das war's heute auf Klo. Und falls ihr Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr sie einfach unter das Video packen. Und Christina und ich würden die dann beantworten, oder? Was sagst du? Würdest du es machen? Ja. Ja, würde sie. Und denk auf jeden Fall dran, Haare sind nicht eklig. Also nur, weil die nicht auf dem Kopf sind, sondern... Lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben und ja, dann würden wir uns nächste Woche sehen, würde ich sagen. Bis dann, tschüss!